Hallo und guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Neues Telefonieren und mehr. Auch ich heiße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung willkommen, in der wir wieder viel Spannendes und Wissenswertes für Sie vorbereitet haben. Ganz genau. In der heutigen Sendung berichten wir unter anderem über unsere Erfahrungen mit dem japanischen Verkaufsschlager iMode und wir stellen Ihnen die Schatzsuche des 21. Jahrhunderts vor. Außerdem befassen wir uns mit der Problematik Internetapotheke. An diesem Thema können Sie sich aktiv beteiligen. Auf unserer Internetseite www.dreisat.de/neues führen wir ein Voting durch. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, uns in unserem Forum Ihre Erfahrungen und Bedenken zum Thema Internetapotheke mitzuteilen. Auch wenn sich die Lage langsam entspannt hat, bleibt das Thema immer noch topaktuell, das Hochwasser. Und das wird sich wohl auch so schnell nicht ändern. Nicht nur die Politik, auch die Rettungs- und Einsatzkräfte werden sich darüber unterhalten, wie die Kommunikation verbessert, vielleicht sogar auch noch mehr gesichert werden kann. Und genau zu diesem Thema haben wir uns heute zwei Studiogäste ins Studio eingeladen. Das ist zum einen Dr. Roland Kunze vom Mobilfunkbetreiber O2. Guten Abend. Und Henning Müller vom Technischen Hilfswerk. Guten Abend. Beginnen tun wir aber erstmal wie immer mit unseren News. Zum Ersten, zum Zweiten, aufgepasst. Jetzt lassen sich eBay-Artikel telefonisch ersteigern. Voice Bidding heißt der Service für Auktionsfans. User registrieren sich einmalig mit ihrem eBay-Namen, geben ihre Festnetz- oder Mobilnummer ein und aktivieren ihre Wunschauktion. 2 Minuten vor Auktionsschluss erhält man für 20 Cent einen Anruf, der über das Höchstgebot informiert. Wer noch bis zum Schluss mitbieten will, gibt seine PIN ein und tippt den Betrag ein. Das Mitbieten kostet 1,79 Euro pro Minute. So kommt man auch ohne PC an die heiß begehrte Ware. Hübsch blau und 35 Gramm leicht ist der MP3 Pocket 2 von Microboss. Der MP3 Mini hat einen 256 MB Onboard-Speicher für bis zu 5 Stunden Hörgenuss. Anschlüsse gibt es für USB und den mitgelieferten Kopfhörer. In den MMC-Slot passen Cards mit bis zu 128 MB. Das Mikro macht den Player sogar zum Diktiergerät und die Random-Funktion dröhnt endlose Musikschleifen aufs Ohr. Mit der Software AnyLoader Express lassen sich MP3-Dateien oder auch CDs ruckzuck auf den Player überspielen. Billig ist der Pocket 2 nicht. Für 299 Euro bietet er dafür Sound in CD-Qualität. Handypost für die Ewigkeit bewahren? Kein Problem. Dafür gibt es bei handy.de den SMS-Bunker. Wer seine Kurzmitteilungen konservieren möchte, zahlt nach der Anmeldung monatlich 50 Cent Miete. Liebesgrüße, die man dauerhaft behalten möchte, belasten dann nicht unnötig den SMS-Speicher. Sie werden an eine spezielle Rufnummer zu handy.de weitergeleitet und landen im Bunker. Übrigens, das Weiterleiten kostet den SMS-Tarif Ihres Netzbetreibers. Schlank und elegant ist der neueste Klee von Sony. Das Display mit 16-Bit Farbtiefe und 320x320 Pixel Auflösung liefert Digitalfotos vom Feinsten. Verbessert wurden klassische Funktionen wie der Kalender. Als MP3-Player überzeugt der Klee durch gute Klangqualität. Und dank Infrarotsensor und passender Software verwandelt er sich schwupps in eine Universal-Fernbedienung. Den Speicher kann man bis zu 128 MB aufrüsten. Im September soll der Verwandlungskünstler für 450 Euro zu haben sein. Landunter heißt es im Osten Deutschlands. Die Schäden, die das Hochwasser dabei anrichtet, betreffen nicht nur Gebäude, Leib und Leben. Die Wassermassen haben für massive Stromausfälle gesorgt und dadurch das Telefonnetz lahmgelegt. Da die Hilfsorganisationen ihre Einsätze meist per Handy koordinieren, ist jetzt die Vernunft der Bürger gefordert. Handys sollen laut dem sächsischen Innenministerium nur im Notfall benutzt werden. Wenn man die Bilder aus den Hochwassergebieten sieht, wird einem richtig klar, wie wichtig die Hilfe vor Ort ist und aktuell auch noch sein wird. Gerade was die Kommunikation und die Organisation solcher Einsätze betrifft, da ist es sehr wichtig, dass man genau weiß, was man tut. Herzlich willkommen, Herr Dr. Roland Kunze und Henning Müller. Herr Müller, Sie waren aktuell bis Freitag in den Hochwassergebieten, Sie waren in Magdeburg. Können Sie uns sagen, wie die Einsatz- und Rettungskräfte miteinander kommuniziert haben?
Ja, wir vertrauen im Katastrophenschutz immer noch auf die seit Jahrzehnten bekannte und bewährte Technik, vor allem auf unsere Sprechfunkverkehrskreise. Und wir sind auch immer noch in der Lage, eigene Feldfernsprechnetze drahtgebunden aufzubauen. Daneben, nicht ganz gleichberechtigt, stehen dann allerdings schon die öffentlichen Netze, nämlich das Festnetz der Telekom und die Mobilfunknetze der privaten Betreiber. Hat es denn immer alles reibungslos geklappt oder gab es da Probleme? Ja, natürlich gibt es gerade bei solchen Großeinsätzen immer wieder Probleme in der Kommunikation. In dem Bereich, in dem ich war, waren weit über 1300 Einsatzkräfte im Einsatz. Und vor allem das über eine sehr große Fläche, über den ganzen Regierungsbezirk rund um Magdeburg. Diesen großen Bereich kann man nicht mehr alleine über Sprechfunk abdecken. Da sind dann vor allem Handy und Festnetz gefragt. Herr Dr. Kunze, vor welchen Problemen stehen denn Sie als Mobilfunkbetreiber in solchen Katastrophenfällen? Also während der Flutzeit standen wir in der Tat vor zahlreichen Problemen. Wir hatten es beispielsweise mit Stromausfällen zu tun und unsere Mobilfunkantennen, unsere Vermittlungsstellen, die sind ja abhängig von der Stromversorgung. Und wir mussten eben Vorsorge treffen, dass diese Antennen auch arbeiten, wenn der Strom ausfällt. Es ist allerdings nicht nur die Stromversorgung, die zum Teil ausgefallen, sondern auch Festnetzverbindungen sind in einigen Regionen zusammengebrochen. Und unsere Mobilfunkantennen, wenn sie denn nun über Festnetz auch Gespräche weiterleiten, hatten dann auch Schwierigkeiten. Eine Alternative war eine Richtfunkanbindung dieser Station, aber das war nicht in jedem Fall gegeben. Und dann kam es natürlich auch noch direkt zu Wasserschäden von Elektronik, die dann durch Wasser in Mitleidenschaft gezogen wurde. Können Sie denn als Mobilfunkbetreiber irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass sowas nicht passiert, dass sowas nicht ausfällt? Es gibt gewisse Möglichkeiten. In ganz engen Grenzen beispielsweise können wir Vorsorge treffen, dass unsere Standorte sehr hoch gelegen sind, dass möglichst wenig Elektronik in Kellergeschossen beispielsweise steht, sondern dass die möglichst weit oben auf Dächern steht. Insgesamt das Wichtigste, denke ich, was man tun kann, ist für so einen Fall, den Sie kaum richtig planen können, dass Sie einen Krisenplan in der Schublade haben, nach dem Sie sich dann richten und nachdem Sie dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen können. Und der Krisenplan ist dann immer in Zusammenarbeit mit den ganzen Hilfsorganisationen? Wir standen in engem Kontakt dann auch mit den Krisenstäben vor Ort. Unsere Mitarbeiter waren dann eben beispielsweise auch in Dresden und Magdeburg und haben direkten Kontakt mit den Krisenstäben gehabt. Was können denn die Mobilfunkbetreiber tun, damit sie in ihrer Arbeit tatkräftig unterstützen? Ja, wir haben natürlich bei so vielen Mobilfunkteilnehmern, die dann im Einsatz zusammenkommen, das sind ja nicht nur die Hilfskräfte, da sind ja auch die privaten Teilnehmer, die noch telefonieren möchten und die Vertreter der Presse, einen Kapazitätsengpass. Da sind die Mobilfunkbetreiber gefragt, uns die Kapazitäten zu schaffen. Insbesondere bekannt ist da die sogenannte Prioritätsschaltung für Handys, die wir auch in Magdeburg in Anspruch genommen haben. Was ist die Prioritätsschaltung? Prioritätsschaltung bedeutet, dass in dem Moment, in dem eine Zelle mit Teilnehmern überlastet ist, das heißt die Kapazitätsgrenze der Mobilfunkzelle erreicht ist, ein bestimmter Mobilfunkteilnehmer, und das sind dann in der Regel die Katastrophenschützer oder die Vertreter der Presse, Priorität haben, in diese Zelle ein- oder aufgenommen zu werden. Ich sag mal Tetra. Tetra ist ja ein bisschen bekannt. Das ist dieser Bündelfunk, der speziell für die Rettungs- und Einsatzkräfte geplant ist. Er soll 2006 starten, pünktlich zur Fußball-WM. Wäre es gut, wenn so etwas jetzt schon zur Verfügung gestanden hätte? Wir waren in Magdeburg unter anderem gezwungen, innerhalb unseres Bereitstellungsraums Alarmierungen per Handy durchzuführen. Denn Sie müssen sich das so vorstellen, die Einsatzkräfte sind 24 Stunden pro Tag in Bereitstellung und so lange kann natürlich niemand vor dem Funkgerät sitzen und einfach nur warten. Das heißt, wir haben die Einsatzkräfte per Handy angerufen und sie praktisch alarmiert über das Handy. Das wäre per Tetra nicht mehr nötig, denn bei Tetra ist es dann möglich, die einzelnen Teilnehmer am Sprechfunkverkehrskreis auch einzeln anzusprechen. Vielen Dank bis hierhin. Liebe Zuschauer, wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie an die beiden Gäste noch irgendwelche Meinungen oder Erfahrungen mitgeben wollen, dann können Sie das tun, indem Sie auf unsere Seite www.dreisat.de/neues gehen und das im Anschluss an die Sendung in unseren Chat nehmen. Dann werden Ihnen die beiden Gesprächsgäste noch bis 23 Uhr zur Verfügung stehen. In der Schweiz, in den Niederlanden und in Großbritannien ist es längst alltäglich, das Bestellen von Medikamenten über das Internet. In Deutschland dagegen wird das Thema äußerst kontrovers diskutiert. Während sich Krankenkassen und Verbraucherverbände ganz klar positiv für eine solche Regelung aussprechen, laufen Apotheker
und Pharmahersteller ganz klar Sturm gegen einen solchen Vorstoß. Zu unsicher, zu langsam und auch gar nicht unbedingt preiswerter sei das Ordern von Aspirin und Co. über das World Wide Web. Noch ist der Arzneiversand in Deutschland strikt untersagt. Doch dieses Verbot steht derzeit auf dem Prüfstand des EU-Gerichtshofes und könnte durchaus im Frühjahr des nächsten Jahres gekippt werden. Und dann? Am besten Sie fragen Ihren Arzt oder Apotheker oder uns. Bücher und DVDs werden schon seit einiger Zeit übers Internet bestellt. Selbst die Pizza kommt per Mausklick ins Haus. Warum also nicht auch den Weg zur Apotheke sparen und Medikamente online ordern? Wenn die Hausapotheke außer Mullbinden nichts mehr hergibt, sicher eine bequeme Lösung. So denkt sich der Internetnutzer und sucht nach der passenden Online-Apotheke. Im World Wide Web tummelt sich auch schon so einiges, aber nur weniges davon klingt empfehlenswert. Da werden gesunden Männern in Selbsttests Potenzstörungen eingeredet und oft gibt es das rezeptpflichtige Medikament ohne ärztliches Rezept. In einigen Fällen genügt das Ausfüllen eines Fragebogens, anhand dessen der Fernarzt angeblich die Diagnose stellt. Hier geht es hauptsächlich um Lifestyle-Medikamente wie dem sexuellen Muntermacher Viagra oder dem Fatburner Xenical. Oft fehlen hier Beipackzettel und es ist kaum möglich, das Medikament überhaupt als das Bestellte zu identifizieren. Solche Online-Apotheken sind also wohl kaum empfehlenswert. Doch Online-Apotheke geht auch anders. Das niederländische Unternehmen 0800 Doc Morris ist damit nun schon seit 2 Jahren erfolgreich. Die Geschichte von Doc Morris ist eine Geschichte von 2 Männern, Jacques Waterfall und mir. Er ist Apotheker, ich bin Informatiker und Kaufmann. Wir haben diese beiden Punkte zusammengeworfen und haben einfach eine Internetapotheke gegründet, die dann sehr schnell zur Versandapotheke geworden ist. Genau das Geschäftsmodell, das wir jetzt noch betreiben. Bei der holländischen Online-Apotheke gibt es Originalmedikamente zu besonders günstigen Preisen. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten muss das Originalrezept nach Holland geschickt werden. Für diese Art der Medikamentenbeschaffung muss man auf jeden Fall viel Zeit einkalkulieren. Ansonsten funktioniert die Webseite wie beinahe jedes Warenkorbsystem. Darüber hinaus gibt es umfassende Beratungsmöglichkeiten, wie etwa einen Arzneimittelrisikocheck, der im Vorfeld auf Wechselwirkungen unterschiedlicher Arzneien hinweist. Eine pharmazeutische Beratung per E-Mail oder über eine kostenlose Telefonhotline. Den Krankenkassen gefällt unser Modell sehr gut. Wir haben gezeigt, dass die Krankenkassen sehr viel Geld mit uns sparen können. Die AOK geht davon aus, dass es im Jahr 2 Milliarden D-Mark sein können. Das ist eine Studie aus dem letzten Jahr. Von daher sind sie an dem Versandhandel schon sehr interessiert. Den deutschen Apotheken gefällt dieses Geschäftsmodell allerdings gar nicht. Sie fürchten um ihre Existenz und versuchen, den Medikamentenversandhandel zu stoppen. Verlust der Nahversorgung und das Wegfallen des Nacht- und Notdienstes sind die wichtigsten Argumente. Daher wurde die Initiative Pro Apotheke ins Leben gerufen. Es gibt 7,7 Millionen Unterschriften für den Erhalt der Apotheken. Da würde ich sofort mit unterschreiben. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass Apotheken nicht erhalten bleiben sollten. Allerdings gibt es den Nebensatz, dass es auch eine Unterschriftenaktion gegen den Versandhandel ist. Damit kann ich mich natürlich überhaupt nicht anfreunden. Auf der anderen Seite hat die Unterschriftenaktion dafür gesorgt, dass es nun 7,7 Millionen Menschen gibt, die wissen, dass man Medikamente auch im Versandhandel beziehen kann. Von daher können wir uns sehr bei den Apothekerverbänden bedanken. Doc Morris boomt. Immer mehr Kunden, größtenteils Deutsche, bestellen ihre Arzneien aus den Niederlanden. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von gerichtlichen Entscheidungen, die den Versandhandel von Medikamenten eindeutig untersagen. Seitdem werden die Medikamente nicht mehr von Doc Morris versandt, sondern müssen von einem Kurier abgeholt werden, den der Kunde offiziell dazu beauftragt. Für den Kunden ändert sich dabei jedoch fast nichts, da die Kosten für den Kurier von Doc Morris getragen werden. Dass Arzneiversand nicht unbedingt das Ende der Apotheken bedeutet, davon kann man sich in der Schweiz überzeugen. 1997 startete dort die Internetapotheke MediService. Schließen musste deswegen jedoch nicht eine einzige Apotheke. Wenn die deutschen Apotheker auch starten würden mit Versandhandelsapotheken, dann wären sie auch im Wettbewerb drin und wenn sie dazu ihre gute Beratung und ihre Dienstleistung anbieten können, dann gibt es gar keinen Grund für Menschen in anderen Ländern zu bestellen. Also müssen die Apotheker hier einen Schritt nach vorne tun.
Die endgültige Entscheidung über Verbot oder Erlaubnis des Medikamentenversandhandels wird 2003 vom Europäischen Gerichtshof gefällt werden. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema, liebe Zuschauer? Wir führen ein Voting durch, an dem Sie sich beteiligen können. Auf unserer Internetseite www.dreisat.de/neues können Sie abstimmen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in unserem Forum mit anderen Usern zu diskutieren bzw. uns Ihre Bedenken und Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Millionen ungenutzter Handys liegen in den Schubladen in Deutschland und stauben langsam ein. Das ist schade, denn eigentlich sind sie noch sehr nützlich, denn darüber können Sie Notrufe absenden. Und zwar auch dann, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist oder auch noch keine PIN eingegeben ist. Das kann ich Ihnen hier kurz zeigen. Hier sehen Sie, fehlt nur die PIN, da können Sie trotzdem die Notrufnummer 112 eingeben. Oder auch hier, obwohl keine Karte drin liegt, tippen Sie einfach die 112 ein und schicken ab. Und Sie können dann den Notruf absetzen. Das Einzige, was wichtig ist, wenn Sie solche Handys dann weiter nutzen, beispielsweise ins Auto legen, damit Sie einen Notruf absetzen können, dass Sie regelmäßig den Akku kontrollieren, weil der Akku wird auf lange Zeit leer, auch wenn Sie ihn nicht benutzen, wenn das Handy einfach nur rumliegt. Deshalb regelmäßig mal gucken, ist der Akku noch voll, und dann können Sie jederzeit Ihren Notruf absetzen. Es hätte so schön sein können. Zusammen mit dem Gerätehersteller NEC feierte E-Plus auf der diesjährigen CeBIT die Premiere des japanischen Verkaufsschlagers iMode. Was rund 31 Millionen Japaner begeistert, sollte hierzulande auch die Deutschen in den Bann ziehen, zumal iMode als Vorreiter für UMTS geht. Doch Fehlanzeige. Für den neuen Dienst konnte E-Plus 3 Monate nach der Markteinführung gerade mal 38.000 Handybesitzer begeistern. Angepeilt waren dagegen mehrere hunderttausend. Woran liegt's? Wir haben iMode für Sie mal ausprobiert. Auf Reisen oder wenn man in eine fremde Stadt kommt, hat man eins heutzutage immer dabei. Ein Handy. Für E-Plus ist mit iMode ein Handy mittlerweile mehr als nur ein einfaches Handy, nämlich ein Handset, das mehr kann als Sprache und kurze Mitteilungen zu übermitteln. Dank über 100 sogenannter Content Provider werden über iMode vielfältige Inhalte angeboten. So finden sich auch City- und Routenplaner. Eigentlich ein nützliches Angebot, mit dem umfangreiches Kartenstudium entfallen soll. Aber durch die umständliche Eingabe und fehlende Texterkennung verliert dieses Angebot deutlich an Attraktivität. Auch ist die Tastatur des zurzeit angebotenen iMode-Handsets schlecht zu bedienen. Nach einer langwierigen Dateneingabe bekommt man eine Wegbeschreibung als Text oder, wenn gewünscht, in Form einer Karte angezeigt. Selbst wenn man in die Karte hineinzoomt, hilft einem das auf dem kleinen Display auch nicht wirklich weiter. Da ist es dann doch nicht nur schneller, sondern auch preiswerter, einen netten Passanten nach dem Weg zu fragen. Auch die angebotenen Routenplaner sind nicht komfortabler zu bedienen. Die über 100 Anbieter werden in 9 Kategorien eingeteilt. Leider gibt es keine Suchfunktion, mit der schnell und direkt gewünschte Angebote angewählt werden können. So muss man sich erst durch einige Untermenüs klicken, um zum Ziel zu kommen. Viel Text und lange Beschreibungen sind eher von Nachteil. Denn das ständige Scrollen über die schwerfällige Tastatur ist auf Dauer nervig. Genauso nerven auch die häufigen Verbindungsabbrüche, was einem durch solche Meldungen mitgeteilt wird. Dort, wo iMode funktioniert, wird man durch News-Dienste immer auf dem Laufenden gehalten. Wissbegierige können zwischen Informationen aus FAZ über Spiegel bis hin zur Financial Times wählen. Entweder als ausführliche Artikel oder als kompakte News in Echtzeit. Apropos Zeit. Viel Online-Zeit bleibt nicht, denn der Akku macht schon nach knapp 5 Stunden schlapp. Wer sich bei iMode besonders auf Bilder freut, wird enttäuscht. Denn die Qualität der angebotenen Bilder lässt zu wünschen übrig. Außer man zahlt gern für Bilder in Briefmarkenformat und in schlechter Qualität. Ach ja, die Kosten.
Diese setzen sich für iMode aus der E-Plus-Grundgebühr, der iMode-Grundgebühr, den Abo-Gebühren und, nicht zu vergessen, der übertragenen Datenmenge zusammen. Die angefallenen Kosten lassen sich leider bisher nicht einfach und direkt kontrollieren. Mit einer persönlichen Geheimzahl können Dienste abonniert werden, die dann sofort in Mein Menü verfügbar sind. Auch lokale Informationen und Veranstaltungstipps stehen dem Kunden zur Verfügung. Wenn, ja wenn, das Netz und damit die Verbindung nicht mal wieder streikt. In solchen Fällen hilft oft nur noch ein Neustart des Geräts. Mit iMode lassen sich auch E-Mails mit bis zu 1000 Zeichen austauschen. Da aber eine Texterkennung fehlt, ist das Schreiben eher mit einer Fleißarbeit vergleichbar. Wer sich übrigens für Spiele interessiert, dem werden die angebotenen Spiele im Daumenkino-Format keine Freude machen. Dagegen ist iMode dort stark, wo mit wenig Daten informiert wird, wie zum Beispiel bei Fahrplänen. Als Fazit lässt sich sagen, iMode ist bestimmt eine gute Idee. Aber das aktuelle Angebot mit dem derzeitig einzig verfügbaren Handset und den schwer abzuschätzenden Gebühren ist nicht zu empfehlen. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Kein Kindergeburtstag ohne eine ordentliche Schnitzeljagd. So lautete zumindest das Motto für all diejenigen, die ihre kleinen Gäste richtig gut unterhalten wollten. Doch irgendwann wurden wir leider alle erwachsen und vorbei war die spaßige Schatzsuche in Wald und Wiese. Doch zum Glück gibt es ja die USA. Von dort schwappt jetzt der neueste Trend nach Europa und der heißt Geocaching. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Computer mit Internetanschluss, ein GPS-Empfänger und jede Menge Freizeit. Dann kann sie losgehen, die Schatzsuche des 21. Jahrhunderts. Ein Spaß, vor allem für die Großen. Wie könnte es anders sein? Die moderne Schatzsuche beginnt zu Hause am Computer. Drew Morgan ist ein leidenschaftlicher Geocacher. Heute nimmt er eine neugierige Bekannte mit. Einführung ins Geocaching. Erstmal die Schatzkarte konsultieren. Mit der Postleitzahl des Wohnortes öffnet sich eine Webseite mit allen Schätzen in der Region. Zu jedem Schatz gibt es eine Wegbeschreibung und das eigentliche Versteck ist per geografischer Koordinaten verschlüsselt. Das Wichtigste vor der Geocache-Suche ist, gut vorbereitet zu sein, so viele Informationen wie möglich von der Webseite runterladen, seine Karten, einen Schlachtplan und die Ausrüstung parat haben. Und das machen wir gerade. Moderne Zeiten. Die Schatzdaten werden direkt in das Herzstück der Operation transferiert, in das GPS-Empfangsteil. Und dann Rucksack packen. Neben Verpflegung ist auch ein Arsenal an kleinen Geschenken dabei für den Schatz. Denn die Regel lautet, wer etwas herausnimmt, sollte auch wieder etwas hineintun für den nächsten Finder. Drew ist mindestens einmal pro Woche in Sachen Geocaching unterwegs. Nicht nur als Sucher. Er hat selber einen Schatz versteckt mitten in der Stadt. Sein Versteck heißt Big Brother, direkt neben den Studios der gleichnamigen Fernsehserie. Leider ist der Schatzbehälter verschwunden, das kommt vor. Drew hängt einen Hinweis an die alte Stelle. Anstatt das Versteck komplett aufzugeben, gebe ich einen Hinweis. Ich lasse die neuen Koordinaten da und lege die Schatzdose etwas weiter unten hin, wo man sie nicht so leicht findet. Zurück auf den Freeway zum heutigen Schatz. Drew hat in und um Los Angeles schon 82 Verstecke ausgehoben, innerhalb von 4 Monaten. Die Begeisterung für das Spiel ist weltweit. In 140 Ländern sind Schätze versteckt. Auch in Deutschland hat sich vor kurzem eine Geocaching-Webseite etabliert. Alles über Flüsterpropaganda. Das Spiel ist einfach, jeder kann es überall spielen. Internetzugang und GPS vorausgesetzt. Das Abenteuer in der Nachbarschaft. Ja, das ist klasse beim Geocaching. Man fährt über Straßen, die man niemals gefunden hätte. Wirklich, wie oft fährt man schon hier lang? Die Straße wird enger, der Parkplatz, ihr erster Zielort, ist gefunden. Jetzt wird es schwieriger. Die Verbindung zu den Satelliten über das Empfangsteil ist fortan die einzige Hilfe, um den Schatz zu finden. Karten nützen nichts mehr. Jetzt kommt die Hilfe aus dem All. 24 Satelliten umkreisen die Erde und zu jeder Zeit ist mein GPS mit 7 oder 8 von ihnen in Verbindung und macht eine Dreieckspeilung von meiner Position. Alles wird in dieser kleinen Einheit hier berechnet. Aber sie sendet nicht, sie berechnet nur, wo ich bin. Und da ich schon die Koordinaten für das Versteck eingegeben habe, findet das GPS die Entfernung zwischen mir und dem Schatz und gibt die Richtung an.
Die Richtung heißt Westen, zunächst auf dem Wanderweg. Doch schon bald lockt die Wildnis. Der Pfeil im GPS-Modul zeigt die direkte Richtung an, da gibt es keine Pfade. Und so schlagen sich die beiden in die Büsche. Noch 500 Meter bis zum Schatz, doch der Berg ist hoch. Nach einer Stunde sind sie bis auf 30 Meter am Versteck. Aber die Dose mit dem Schatz will sich nicht finden lassen. Drew liest die mitgebrachten Tipps. Zu diesem Zeitpunkt, bei ca. 10 Meter Genauigkeit vom GPS, muss man kombinieren, wo könnten sie es versteckt haben. Und dann, ein Geocacher gibt nicht auf, wird die Kletterei belohnt. Der Schatz im Red Rock Canyon ist gefunden. Nicht allzu aufregend, eine Dose voller Krimskrams. Aber das ist nebensächlich. Drew trägt sich in das Logbuch ein. Svenja ist begeistert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Drew zu spielen. Das Ganze mit jemandem zu machen, finde ich super. Selbst wo ich jetzt weiß, wie es geht. So kann man sehen, wer es zuerst findet, zusammen Spaß haben. Die letzte Tat, den Schatz wieder ins Versteck packen für die nächsten Finder. Und später, wieder zu Hause, schreibt Drew noch einen Eintrag ins Online-Logbuch. Schatz Nummer 83 gefunden. Nach dem glücklichen Ausgang dieser Schatzsuche habe ich nun leider schlechte Nachrichten für Sie. Unsere Sendezeit ist leider um. Aber zum Glück gibt es uns ja auch im Internet. Unter www.dreisat.de/neues finden Sie alle Informationen zu unserer aktuellen Sendung und zu unseren sonstigen Themen. Dort können Sie auch immer noch an unserem Voting zum Thema Online-Apotheke Ja oder Nein teilnehmen. Eine Tendenz zeichnet sich allerdings bereits ab. 65% würden in einer Online-Apotheke bestellen, 35% sind eher skeptisch eingestellt und würden das Angebot nicht nutzen. Unseren Faxabruf können Sie natürlich ebenfalls nutzen, um alle aktuellen Infos zu beziehen. Die Nummer lautet 0190 250 112. Und kommenden Montag um 21.30 Uhr ist wieder Daniel dran mit neues Computer und mehr. Dann haben wir uns für Sie auf der Games Convention umgeschaut. Die eröffnet nämlich diesen Donnerstag zum ersten Mal Reporten in Leipzig. Und Daniel beschäftigt sich mit den drahtlosen Bürgernetzen und er wird Ihnen zeigen, dass man Küchengeräte zu viel mehr verwenden kann, nämlich zum Beispiel auch dazu, um eine Wireless LAN-Antenne zu bauen. Und wir lassen Atari, Amiga und Commodore für Sie wieder auferstehen. Wir sehen uns wieder am 16. September, dann unter anderem mit einem Beitrag zum Thema Ein Jahr danach. Der 11. September und seine Konsequenzen für die elektronischen Medien. Bis dahin bedanke ich mich herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und bis bald. Bis gleich im Chat.